So, jetzt bitte nicht schon wieder Royal Army. Die hattest du jetzt wirklich dreimal oder so hintereinander, ne? Ja. Okay, die Undoden. Es kommt wirklich wieder gar keine Musik. Ich glaube, ich mache mir gleich einfach Spellforce Musik über Spotify an. Die passt dann zwar nicht zum Geschehen, aber ist egal. Action geht so total krass ab und er erstmal richtig fett. Die entspannte Mucke am Schieben. Ja. Muss sich auch manchmal einfach entspannen. Ach, du hast auch die Untoten. Ich habe auch die Untoten, ja. Ja, das ist ja sehr interessant. Das ist es, ja. Das ist es. Spellforce 3. So, Zufallswiedergabe. Let's go. So, die Untoten. Wie hat man die denn nochmal gespielt? I don't know. Gebäude fertiggestellt. Hast du das gespürt? Ich hab doch Spellforce-Musik auch selber hier. Das heißt, ich kann mir die einfach anmachen. Wir haben es wieder geschafft. Die hatte ich mir nochmal runtergeladen. Runtergeladen hatte ich mir die auch mal, ja. Aber nicht alle. So. Nur ein paar. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Der Vorposten wurde gebaut, General. Wir haben unsere Grenzen. Ach stimmt, das Kramlager. Wo waren das nochmal? Naja, das kann man einfach bauen, ne? Das heißt hier Metal Gatherer. Ah ja, okay. Metal, Leute! Ach so, das war ja auch diese Karte, wo sich bei den Außenposten keine Yasianas befinden. Ja, das war die Community-Karte, ja. Weiß gar nicht, ob es mittlerweile neue gibt. Bestimmt. Das wäre auf jeden Fall schön. Oh, hier ist ein Bier! Oh! Oh shit, hier ist ein Bier! Denn die Kartenauswahl bei Spellforce, die ist echt sehr beschränkt. Leider. Sieht man auf der Karte gar nicht, dass hier ein Bär ist. Ich werde gebraucht. Das ist scheiße. Ich frage mich bloß, warum die Kartenauswahl so gering ist. Ich meine, gibt's nicht aus Soul Harvest und so und hier, wie heißt das andere? Ja. Fallen Gott nicht auch noch andere Karten? Warum nimmt man die nicht mit rein? Naja, das sind Kampagnenkarten. Ich weiß nicht, wie gut die sich tatsächlich anbieten würden im Skirmish. Vieles davon hängt stark mit der Kampagne zusammen und ja, aber da hat man doch auch einfach Ressourcengebiete, oder nicht? Ja, klar. Grundsätzlich schon, ja. Man müsste die vielleicht noch ein bisschen anpassen. Man könnte die vielleicht nicht 1:1 so nehmen, weil oft ein Szenario damit verbunden ist. Aber grundsätzlich kann man das Layout der Karte schon benutzen, um da eine Skirmish-Karte draus zu machen. Das hätte man durchaus beim Release auch schon tun können. Das wäre jetzt also kein Problem gewesen. Die Community ist in Spellforce auch irgendwie ein bisschen faul, die machen da nichts. Achso, ja, du hast groß reden. So viel hast du auch. Na, ich meine jetzt mal, jetzt so zum Beispiel Stronghold oder so, da gibt's ja ewig viele Karten. Ja, wir sind aber auch Teil der Spellforce Community und machen nichts. So ist es halt nicht. Ja, streite ich auch gar nicht ab. Also, die sind nur so faul wie wir, würde ich jetzt einfach mal ganz. Aber ich erstelle ja auch bei Stronghold und so nicht wirklich Karten. Aber es gibt ja Leute, die machen das und in der Strategieszene, warum sind die mich bei Spellforce nicht da? Ja, das ist halt einfach so. Was ist schade, ist das? Spellforce gibt's bei denen nicht. Habe ich gar keine Heilungstränke? What the fuck? Ja, doch, ich habe doch Heiltränke, hä? Dein Held, der wird ja gleich getotet, wenn du so weiter make. Ja, der sollte sich ja eigentlich auch heilen. Oh Gott! Digga, warum sind denn hier schon wieder so viele von denen? Sagt mir einfach, was ihr braucht. Okay, die Typen, die hier auf der Karte aber sind, die Gegner, die sind auch schon ganz schön hart dafür. Wir haben es wieder geschafft. Hier kann man es auch nicht recht machen. Ja, man sieht halt an dem Symbol, hier gibt es halt diese Symbole nicht, ne, die anzeigen, wie krass ein Gegner ist. Wieso genau lauft ihr nicht zu eurem Herrn und Meister? Ja, wieso? Ich werde gebraucht. AFK in der Base stehen gibt's hier nicht.
Ich werde mich davon nicht abwenden. Das sind doch nur dreckige Banditen jetzt. Sag mir nicht, dass sie so krass sind. Ich werde mich gibt's doch nicht. Ja, ich habe ja auch Banditen, die aber ganz schön krass sind. Die cheaten doch. Die waren im Gym. Heimlich. Digga, der kann die vor allem auch unverwundbar machen irgendwie. Die haben hier so einen, Anführer, der kann denen so ein Absorbschild geben. Steinvorräte gehen zur Neige. What the fuck ist das? Okay. What the fuck? Ja, diesen Außenposten kann ich nicht einnehmen, leider. So soll es sein. Sagt mir einfach, was. Ah, wird hartnäckig geblieben. So, von wo konnten die kommen? Von da unten und über die Brücke, ne? Ja. Gebäude fertiggestellt. Wo waren hier die Zugänge? Konnten die da einfach. Ne, die konnten nur ganz unten und ganz oben, ne? Ja. Alright. Hast du das gespürt, Latia? Ich werde gebraucht. So, nächster Versuch. Tasten uns langsam vor. Ihr könnt so, ja, Arschgeigen, ich bin wieder da. Ich warte. Ja, ja, jetzt versuche ich auch erstmal den Post, den wäre es wichtig hier. Hier wäre die Royal Army natürlich sehr nice, ne? Du kannst diesen Choke Point auf der Brücke so krass zuspammen, dass die dann niemals durchkommen. Ja, so wie ich das einmal gemacht habe. Ja, so haben wir das auf der Karte gemacht, ja. Das muss man auch so machen. Anders ist es unmöglich. Ihr könnt meiner Macht nicht widerstehen. Ah, ich habe keine Kramsammler gemacht. Verdammt. So, ihr Drag-Banditen. Ich habe eine Armee. So soll es sein. Ich werde gebraucht. Also die habe ich easy genannt jetzt. Latia? Gebäude fertiggestellt. Gebäude fertiggestellt. Alle rumstöhnen hier. Sehr schön nachgeahmt. Ja, nicht wahr? Perfekt. Gebäude fertiggestellt. So, sucht ihr jetzt hier nach Kram? Irgendwie sieht jetzt aus, als würdet ihr nichts tun. Bereit. Mehr Kram für ihn. War das nicht wieder, dass die den Boden gefickt haben, die Dudes? Nee, nee, das war ja behoben. Und das auch. Stimmt, jetzt sammeln die. Jetzt sammeln die tatsächlich, ja. Jetzt sammeln die actually mal richtig. So soll es sein. Ich gehe. Ich warte. Wir haben es wieder geschafft. Gut, ne? Bei den Untoten braucht man irgendwie nicht viel. Ich spam gerade einfach nur Nahrung übel. Gebäude fertig. Ja, ja, Nahrung muss man aber wirklich. Aber Nahrung muss man wirklich spammen. Die brauchen ja auch Nahrung kein Metall und so. Ich werde gebraucht. Ja, doch, Metall brauchen und. Also die können also, ich meine, die können keine Metallgebäude bauen. Keine Metall. Ja, keine Minen. Ach so, ja, die Metal Gatherer halt, ne? Ja, das meine ich ja, dass man bei den Vorposten die nicht bauen kann, deswegen baue ich da hier gerade alles einfach nur mit Nahrung zu. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Ich glaube, die konnte man auch überall bauen. Ich glaube, die sammeln von überall Metall. Oder haben die das jetzt so gemacht, dass es nur noch bei den Sektoren geht, wo auch Metall ist? Das weiß ich nicht. Also die sammeln hier auch in der Base einfach. Genau, ja. Also, das passt schon. Wir werden angegriffen. Dieser Bär greift ich war einfach meine Flagge an.
Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Wie soll ich das nur finden? Irgendwie finde ich das nicht gut. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also gut kann man das schon finden. Nee. Absolut nicht. Zu viele Steinbrüche hier. Und zu wenig Holz. Hast du das gespürt, Latia? Achso, Textstufe 2 könnte man auch mal machen. Das habe ich schon gemacht, tatsächlich. So, und jetzt werde ich mir die Sektoren da unten wahrscheinlich noch gönnen. Gebäude fertiggestellt. Du kämpfst mit deinem Helden? Achso. Und deinem Power gegen den Bären. Ja. So soll es sein. Gebäude fertiggestellt. Ich werde mich darum kümmern. Sag mir. Unsere Helden werden stärker. Hast du das gespürt, Latia? Ich warte. Latia, wir haben es wieder geschafft. Bei dem Außenposten, der direkt an der Brücke ist, da musst du wahrscheinlich Türme spammen, ne? Ja. Das werde ich auch noch tun. Wollte ich dir nur in aller Freundlichkeit mal mitteilen. Das ist aber toll, dass du das machst. Ja. I know, I know. Ah, da kommt gerade der Gegner. Ach du Scheiße. Die haben das sind beide, ne? Und die haben auch beide irgendwie Menschen. Ich werde gebraucht. Yep. Das sind Menschen, in der Tat. Und das sind nicht wenig. Ja, ich komme gleich zurück. Warte. Jetzt bin ich hier unten gerade halt und jetzt nehme ich den Sektor noch ganz schnell ein und danach komme ich hier wieder hoch. Hast du das gespürt, Latia? Ah, die stehen da nur, ne? Ja, die stehen da nur, die machen irgendwie nichts. Noch geht denen da ganz gut. Man sollte vielleicht einfach nicht ins Wespen das reinstechen. Sagt mir einfach, was. Also, wollen wir die jetzt bei dir vor der Haustür haben die ganze Zeit, oder wie? Ja, ich meine. Jetzt kommt einer durch. Irgendwann sammeln die sich da so sehr dafür. Oh ja, jetzt geht's los. Also, die gehen zu dir gerade, das ist erstmal an und für sich positiv. Ja, das dachte ich mir, dass du so denkst. Ach, du hast es sogar schon beritten, ne? Ja. Was bist du denn für ein kranker Typ? Ey, wo rennt ihr denn hin, ey? Ja, wo zum Geier rennen die hin? Was ist das denn? Alter, ja, aber ganz schön gepumpt schon, ne? Ja, aber wo rennen die... Was machen die denn mit ihren Einheiten? Die rennen hier irgendwie, die wissen nicht so ganz, was sie machen wollen. Hast du denen einen Wirtschaftsmultiplikator gegeben oder so? Nein. Die Armbrustschützen, die laufen einfach durch. Die machen Schlacht um Mitte danach. Jetzt greifen sie an. Okay, das war deren Todesurteil gerade. Ja, was die da machen, ist irgendwie scheiße. Aber das ist ja gut für uns. Oh, die greifen aber meinen Helden jetzt da unten an. Das ist nicht so gut. Ich warte. Ich werde gebraucht. Du bist da unten bei dem Sektor mit deinem Helden, oder was? Ja. Der macht das schon, dem geht's gut. Ich merk das. Sofort. Brauchte man Seelen eigentlich überhaupt für irgendwas? Nein, der Kramsammler wird doch. Ja, für die späteren Technologien und so. Und stimmt, wir schießen ja so Netze irgendwie, ne? Ach ne, wir schießen Untote mit unseren Türmen. Kann das sein? Yeah. Sag mir einfach was. Lauf! Ach ja, stimmt, für die Fleischgolems und den ganzen Shit. Genau. Ja, irgendwie sind die lost. Irgendwie sind die Einheiten von dem so ein ganz kleines bisschen lost. Aber gepumpt hat er trotzdem ganz schön krass.
Ja, ist doch gut. Ich habe verstanden, dass die Arbeiter angegriffen werden, Mann. Ich werde gebraucht. Sie greifen die Arbeiter. Jaha, ich weiß das. Danke. Es juckt mich bloß nicht. Ach, der untote Troll, der wird bei mir nicht. Achso, der wird bei mir gar nicht angezeigt. Der hat keine Textur. Kann man natürlich auch mal machen. Zurück. Einfach ein leeres Fenster, was da ist. Ja. Unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. So, mal ab zum Händler, bitte. Wir werden angegriffen. Gebäude fertiggestellt. Ach du Scheiße. Was denn? Guck dir mal an, was da unten meinen Sektor angreift. Oh, hallo. Da wollte ich gar nicht erst versuchen, da zu verteidigen. Der ist weg. Er hat aber auch Einheiten, ey. Ach. Das ist ja schon ganz schön unmenschlich, wie viele Einheiten die hier pumpen. Das ist ja auch kein Mensch. So soll es sein. Ah, unsere Türme sind aber auch echt nicht so gut, ne? Nee, die Türme sind nicht gut. Nee, die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Das ist mir klar, dass die nicht gut sind. Ist dir schon aufgefallen, ja. Das ist wohl so bei den Untoten. Naja, die sollen ja auch eigentlich bloß drüber spülen. Genau. Wir werden angegriffen. Was kostet mich denn hier so viele Seelen, hä? Kosten die Trolle Seelen? Nee. Was kostet mich hier Seelen? Wir werden angegriffen. Hast du das gespürt, Latia? Wir werden angegriffen. Dass man die Türme aber auch nicht verbessern kann, wenn die schon so scheiße sind. Ja, nur die sollen ja auch scheiße bleiben, deswegen kann man sie nicht verbessern. So soll es sein. Mhm. Naja, gut. Doch klar. Ich finde das nicht in Ordnung. Da musst du wohl oder übel Beschwerde einreichen. Das muss ich wohl tun. Alter, what the fuck? Sag mir einfach, was ihr braucht. Oh mein Gott, das war knapp. Ich war. Repariert das scheiß Mausoleum jetzt. Hä? Können Untote keine Gebäude reparieren? Doch. Okay, jetzt. Ich hab ewig gebraucht. Alter. Er greift einfach mein Gebäude da an und niemand macht dagegen was. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Gebäude fertiggestellt. So soll es sein. So, dabei dir sind noch so richtig schön Seelen. Die würde ich mir einfach mal snacken. Bei dir piept's wohl. Oh Gott, ich kann die mir nicht snacken, da sind Gegner. Werden angegriffen. Kommt her. Oh Gott.
Alter! Guck, also wie viele die andere KI hat, Alter. Hast du das gespürt, Latia? Okay, der hat hier eine Base, interessant. Guck dir das mal an, wie viel der hier bei mir hat. Wir werden angegriffen. Ja, das ist ein bisschen was. Wie geht das? Kann gut sein, dass ich hier wirklich Hilfe brauche, jetzt, sonst fickt der mich. Ich warte. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass ich Hilfe brauche. Ah, ja. Ich komme. Also so sicher war ich mir, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben. Boah, bis ich da bin, ist halt die ganze Geschichte schon wieder vorbei. Ich werde Gebäude fertiggestellt. Das ist nicht gut. Nee, aber das ist leider so. Wenn du da so leichtfertig rangehst. Der hat Greifen! Ja, der hat Greifen. Hilfe! Können wir was gegen... Können wir Fliegende machen? Also ich glaube, gegen Fliegende sind wir jetzt nicht so krass, aber irgendwas, irgendwas gibt es da auf jeden Fall. Also wir haben Bogenschützen, ja, aber... Sagt mir einfach, was ihr braucht. Die sind auf jeden Fall erstmal keine so schlechte Idee, würde ich sagen. Ja, kommt her. Ich würde halt trotzdem gern wissen, was bei mir so viel Seelen kostet die ganze Zeit. Yep, das sind ein paar Greifen, die da jetzt kommen. Ja, das ist wirklich nicht gut. Nee. Bereit. Meine Einheiten können da halt nicht so wirklich was gegen machen, das ist... Ja, wir müssen Bogenschützen spammen, das geht halt nicht anders. Was ist frech, ist das? Wir müssen Bogenschützen wirklich spammen, weil wir haben keine Fliegenden, ne? Ich glaube, der Wrath kann der Wrath nicht. Ich glaube, der Wrath kann angreifen auch. Wäre möglich. Alter. General, unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. Ja, die ficken halt da jetzt meine Einheiten weg. Die können sich nicht wehren. Die ficken grundsätzlich hier ganz schön viel weg, das ist richtig. Die haben ja Katapulte. Ja. Die haben sie wohl. Ich warte. Sie greifen die Arbeiter an. Sie greifen die Arbeiter an. Gut ist das auf jeden Fall nicht. Nee. Und normal ist das ja auch nicht. Nee. Das ist schwer. Nee, ich meine normal im Sinne von, das ist irgendwie, das ist krankhaft hier, sowas. Alles nicht mehr normal. Ja. Ist mir schon bewusst. Hier ist irgendwas faul. Da stimmt was nicht. Ja, ja. Das sollte so nicht sein. Ist alles nicht so gut hier, was hier passiert. Sie greifen die Arbeiter an. Stimmt. Würde ich dir zustimmen. Sag mir einfach, was ihr braucht. Sehe ich ähnlich. Ich werde hier eventuell so ein wenig überrannt. Auch nur ein bisschen. Et geht noch. In der Mitte? Jetzt Hä? Geht's wieder. Ich wollte gerade sagen, da wirst du überhaupt nicht überrannt. Ja, waren gerade ein Haufen Leute. So ein paar Flash-Jolems und so was holen wir uns alle, ne? Ja. Aber die Frage ist natürlich... Was wir gegen die Reifen machen wollen. Ja, Bogenschützen, mehr geht nicht. Ja, aber es ist halt wirklich. Also, ich bin von einem Einheitencap jetzt fast angekommen. Ich habe nur 21. In Anführungsstrichen nur 21. Muss reichen. Muss einfach reichen. Der Envy of Death ist halt als Kavallerie richtig krass, ne? Ja. Envoy of Death meine ich.
Ich werde gebraucht. Ich brauche eigentlich viel mehr Seelen, ehrlich gesagt. So. Wir werden angegriffen. Ja, Seelen sind immer so ein Ding. Was bist denn du? Achso. Also ich bin fast beim Einheitencap. Ich denke, wenn wir hier gewinnen wollen, müssen wir beide zusammen mit allen Truppen einen angreifen, ne? Das könnte auf jeden Fall nicht schaden, ja. Deine Base wird gerade weggemacht, ne? Ja, was soll ich dir sagen, ne? Man könnte jetzt halt versuchen, in der Mitte durchzugehen, ne? Ich warte. Das Ding ist, wenn das Ding da unten fällt, ist der Weg offen in meine ganzen Gebiete. Ja. Deswegen, also wir müssen ja einen. Also wir müssten mal einen raushauen jetzt schon am besten. Eigentlich müsste mal einer jetzt schon fallen. Ich glaube, wir sollten einfach mal da unten jetzt angreifen. Ja, da so ein bisschen vorstoßen. Wo unten? Ja, da unten, oben jetzt, da wo mein Sektor angegriffen wird. Das wäre ganz gut. Also jetzt nicht hier auf der Brücke, oder was? Nee, nicht auf der Brücke. Da muss ich erstmal den ganzen Weg außen rumlaufen. Ach, hier ist kein Stein in diesem Sektor. Das ist kacke. Da muss ich ja so weit laufen. Ja, mein Gott. Dann ist es so. Warum machst du denn Vorschläge, wo ich so weit laufen muss? Ja, es tut mir ja auch leid, aber was soll ich jetzt sagen? Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, das war auch gelungen, Digga. Ja, toll. So, ich mache jetzt auch diese komische Kavallerie. Ja, ja, die musst du auf jeden Fall machen. Die sind mehr als doppelt so stark wie die normalen Reiter. So, jetzt kommt er hier nämlich hochgeschissen. Das war ja so klar. Das war ja so klar. Ja, die Archer sind halt fucking weak, ne? Guck mal, wie viele Archer es braucht, um einen Greif zu killen. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, die Untoten sind wahrscheinlich an sich ganz schön krass, mit diesen Fleischgolems vor allem auch, aber Fliegende sind deren große Schwäche. Außerdem werde ich da unten auch angegriffen, ne? Also wenn er das gleiche bei mir macht, was er bei dir machen wollte, dann ist es genauso over. Ja, wir gehen da jetzt durch, wir gehen da jetzt durch. Nicht widerstehen. Vielleicht setzen sie dann den Fokus. Weiter, oder was? Wir können ja unten, warte mal, kommen wir da unten rüber? Ja, ne? Unter der Brücke? Ja, ja. Dann gehen wir da direkt durch. Du kannst unter der Brücke durchlaufen, aber die Frage ist, was er bis dahin schon alles gemacht hat. Ich habe aber auch noch keine Einheit verloren, witzigerweise. Die kommen dann halt noch nach. Ja, der wird sich. Oh mein Gott, der fickt meinen Sektor da unten so hart. Also ich verliere den Sektor. So soll es sein. Ja, egal, wir greifen dann von hinten an. Ist okay. Geht aber nur, wenn er jetzt nicht in meine Hauptbase durchläuft. Ja, die würde er ja wohl nicht direkt platt machen. Naja, also Verteidigung habe ich da nicht wirklich drin. Ich bin bereit. Der muss die eigentlich nur mit seinen Katapulten ein paar Mal angreifen. Ja, ich schicke meine Verstärkung einfach zu dir in die Base und dann ist gut. Vielleicht zieht er sich aber auch zurück, nachdem er das da jetzt unten hat. Je nachdem, also wäre halt schon gut. Also ich habe da jetzt schon einen wichtigen Sektor verloren auf jeden Fall. Wir haben es wieder geschafft. So, geh durch, ich nehme das hier kurz ein und dann komme ich mit. Ja, das wird auf jeden Fall so gemacht. Ich gehe. Dann sichern wir erstmal den Bereich hier unten einfach. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt. Dann müssen wir uns halt entscheiden, ob wir nach Norden vorrücken oder unten. Ja. Er schießt von oben mit seinem Katapult auf uns. Wie unfair. Ja, ist ein kleiner Bastard, ist das. Ein kleiner Butler. So, der Dude zerstört meine gesamten Basen alle, ne? Also jetzt kann ich auch nicht mehr nachproduzieren, weil da waren alle meine Gebäude drin, wo... Bau neu. Nachproduzieren drin. Ja, dauert dann jetzt halt, bis die alle erstmal wieder aufgebaut sind. Okay, nee, vereinzelt macht er meine Leute... Außerdem geht er jetzt in meine Hauptbase. Wie ich es mir schon gedacht habe. Also den müssen wir von jetzt wirklich stoppen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach durch hoch. Der pickt jetzt nämlich auch den Sektor, in dem ich die Gebäude gerade nachbaue. Ah, wobei, jetzt geht er wieder zurück. Alter, mein Fleischgolem ist in seiner Armee stuck. Und der läuft doch einfach dran vorbei, Digga. Lol, so ein Typ rennt da oben bei mir durch? Am Arsch. Ja. Jetzt holt er meinen mittleren Sektor, der bei der Brücke ist. Ja.
Oh, ich bin Bevölkerungscap. Okay, das erklärt, warum nichts mehr nachproduziert wird. Ich bin richtig krass über dem Bevölkerungscap. Dadurch, dass er mir die Sektoren jetzt genommen hat, ich aber nicht so viele Einheiten verloren habe bisher. Ich gehe. Ich war. Du sollst ja kein. Nicht noch Mosel. Zeit, weiter zu ziehen. Ja. So soll es sein. Also, ich habe von jeder Ressource so viel, dass es jetzt vielleicht nicht so krass schlimm ist, aber. Der hat meine Wirtschaft auf jeden Fall ordentlich gefickt. Mal davon und hiervon und zack. Alter, wie viele Fleischgolems hast du denn? Ja, ich hab gepumpt. What the fuck? Holy shit. Also dann sollten Gebäude nicht mehr wirklich, also Gebäude sollten kein großes Problem mehr sein, weil die 400 Feet Damage machen. Ah, der greift bei mir da unten jetzt wieder an. Ich muss da jetzt mal wieder durch gleich. Ja, das Ding ist halt, wir können uns nicht nur gegen die verteidigen, wir müssen halt wirklich... Ja, aber wenn der... Dann ist er halt wieder in meiner Base, wenn ich das nicht... Ja, wir müssen halt mal wirklich irgendwie... Man braucht mal einen Zeitpunkt, wo man mal wirklich durchstoßen kann und einen mal rausnehmen kann. Ich probiere jetzt, da unten die wegzumachen und dann gleich durch zu seiner Base da oben, die er hat. Ja, ja, da komme ich dann auch nach. Dass wir dann die Front endlich mal ein bisschen nach vorne verlegen zu denen. Ich clear das, was hier vorne auf der Brücke noch ist. Sag mir einfach, was ihr braucht. Alter, mein Fleischgolem ist schon wieder stuck, hä? Ja, irgendwann sind die natürlich dann sehr stuck. Hast du das gespürt? Wir haben einen unserer Sektoren. Digga, wie viel zum Geier tankt sein Held eigentlich? Geht auf seinen scheiß Helden und fickt den jetzt. Der steht inmitten von 20 Millionen Einheiten. Und überlebt das. Wir müssen mehr Echo sammeln. Ich brauch mehr Seelen. Ich werde gebraucht. Uiuiui, jetzt macht er aber ganz schön. Jetzt fickt er mich ganz schön, meine ganze Armee hier gerade. Nicht hinterherlaufen, ihr Vollidioten. So soll es sein. Hast du das gespürt, Blackie? Alter, seine Katapulte sind halt übel. Wir haben unsere Grenzen ausgedehnt. So soll es sein. Ja. Unsere Helden werden stärker. Alter, meine Armee kriegt so hart Damage da oben. Oh. Oh. Hat den Hitler angeholt. Okay, zwei Schwere sind vielleicht ein bisschen zu much. Ich glaube, das war einfach nur unlucky, dass der Menschen gekriegt hat. Dass beide Menschen gekriegt haben, ja. Also 100 Seelen bräuchte ich, um... Alter, 100 Seelen bräuchte ich, um meinen Titan zu holen. 100 Seelen habe ich nicht. Alles andere schon, aber 100 Seelen kriege ich nicht zusammen. Ja, nee, also ich glaube, der macht mich da auch ganz schön lang gerade. Oder sieht das nur so aus? Na, wobei, eigentlich leben nur noch seine Greifen, weil die halt nicht so richtig targeten kann. Ja, und sie haben meinen Helden gerade getötet. Ach so. Ja, ich glaube, ich ziehe die mal ein bisschen zurück jetzt hier. Da wird sich den Sektor hier unten auch jede Sekunde dann wiederholen wahrscheinlich. Also ich kann den auch wahrscheinlich eh nicht halten. Bin am überlegen, ob ich jetzt wirklich Seelen spare und auf den Titan gehen soll. Das könntest du natürlich machen, ich könnte ihn so lange beschäftigen.
Weil hier sind halt ultra viele Seelen überall von den ganzen Schlachten hier. Aber das dauert halt so lange, bis das alles aufgesammelt ist. Aber ich komme da wahrscheinlich auf 100. Aber selbst mit dem Titan, der hat ja auch einen. Also wenn ich gegen beide Armeen, dann zerfetzen die mich auch mit Titan. Müssen wir vielleicht probieren, deren Armeen irgendwie aus dem Weg zu gehen dann. General, unsere Forschung hat eine neue Technologie hervorgebracht. Ich glaube, die Menschen haben auch viel mehr Upgrades für ihre Einheiten. Ja, so viele Upgrades habe ich tatsächlich eher nicht. Aber ich habe auch noch nicht alle gemacht. Ich sollte mal ein paar mehr machen von denen. Na, kosten aber wieder Seelen. Also wenn ich meine Einheiten upgraden soll, was wahrscheinlich auch Sinn macht, dann wird das mit dem Titan jetzt noch ein bisschen länger brauchen. Ich warte. Jetzt pickt er da unten deinen Sektor wieder, ne? Ja. Aber zwei sollen wir vielleicht jetzt einfach mal in der Mitte durchgehen? Da sind gerade keine. Das hab ich doch vorhin schon vorgeschlagen. Ja, jetzt sind sie halt gerade beide unten. Ja, ja. Aber zwei Menschen ist schon ganz schön untermenschlich. Ja. Witzigerweise. Witzigerweise sind zwei Menschen schon ganz schön hart. Also ich bin beim Truppencap wieder, aber der wird das wieder dezimieren wahrscheinlich. Also wir können jetzt halt wirklich versuchen, all in einen komplett raus auszulöschen, ne? Und alle Truppen dabei zu opfern auch. Ich verstehe. Ja, gehen wir einfach direkt in deren Hauptbase, würde ich sagen. Einfach bei dem unten? Wird vorbeilaufen an den anderen Basen? Na, einfach seine Hauptbase direkt raushauen, würde ich sagen. Na, der greift uns währenddessen ja die ganze Zeit über an. Ja, aber die Gebäude machen jetzt auch nicht so viel Schaden, und wenn die durchlaufen. Ja, okay, wir können es versuchen. Ja, wir können es versuchen. Ach, seine Armee ist... Ja, ein paar von seinen Leuten sind noch bei mir gerade. Vielleicht ist das gut. Hat er gerade von da unten aus meinen... Das gibt's nicht. Ach nee, der kommt jetzt hier. Okay. Ja, dann direkt in die Hauptbase. Genau. Aber währenddessen pickt er halt mich wieder, ne? Also es kann gut sein, dass er genau das gleiche macht, was wir vorhaben und jetzt mich auslöscht. Aber wir müssen dann irgendwie einfach schneller sein und vielleicht mit dem Gottstein wieder zurück. Ja, das ist eine gute Idee mit dem Gottstein. Ich werde mich darum kümmern. Wenn, ich hoffe, er kommt nicht auf die gleiche Idee. Ich glaube, die KI verwendet gar keine Gottsteine, oder? Also zum Teleportieren. Keine Ahnung, aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn sie es nicht tut. Oh Gott, der kommt da unten jetzt halt bei mir auch. Also da oben. Ja, ja. Das ist der andere halt. Aber wenn wir den jetzt erstmal ausschalten, dann können wir zusammen gegen den anderen gehen. Deswegen, also. Ich sehe nur die Chance darin, wenn wir eine KI komplett vernichten jetzt. Selbst wenn wir dafür ein paar Sektoren verlieren. Na, solange sie nicht meine Hauptbase kaputt machen. Oh Gott, hat der andere jetzt auch seine... Ja. Oh shit. Also, das ist glaube ich nicht so gut jetzt. Oh boy. Ja, ich habe da überhaupt gar keine Defense mehr. Nee, ich auch nicht. Also das ist jetzt ein Spiel gegen die Zeit eigentlich nur noch. Aber wir haben jetzt halt... Seine Hauptbase ist jetzt halt down und dann... Ja, wir müssen jetzt alles von dem zerstören. Ne? Wir müssen jetzt... Den Grünen müssen wir versuchen. Nee, das Grün ist nicht. Wir müssen das Ding jetzt einfach einnehmen und dann den Gottstein schnell benutzen. Sicher, dass wir nicht die KI lieber. Der zieht sich nämlich da oben bei dir zurück und auch bei mir tatsächlich irgendwie gerade so ein bisschen. Achso, ja, wenn das. Dann weiter hier unten. Ausschalten, ne? Also einen jetzt raushauen. Ich meine, der ist ja nicht rausgehauen, bevor seine Armee nicht. Oh Gott, sein Titan ist da bei mir. Ich ziehe die Truppen, glaube ich, mal ein bisschen zurück. Aber wenn er keinerlei. Sektoren mehr hat, um neu auszubilden, dann ist das halt schon besser, sag ich mal. Also sie greifen, ja jetzt, ja, hoffentlich hat er den Titan. Der rasiert jetzt durch da bei mir. Ja, ich versuche jetzt, ich würde jetzt den Sektor hier noch kaputt machen bei ihm und dann müssen wir mit dem Gottstein wahrscheinlich zu dir hin. Bevor er dich komplett auslöscht. Alter, what the fuck? Was kann denn der Kommandant der Wolfsgarde diese mega OP-Attacke machen? Da kann mir eine gesamte Armee wegschleudern, das macht doch schon gar keinen Sinn. Ich werde mich davon nicht abwenden. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sie greifen.
So, ich werde jetzt in meiner Hauptbase nochmal ein paar Ausbildungsgebäude bauen und da dann nachpumpen. Weil den Rest wird er mir jetzt halt zerstören. Naja. Wenn wir Glück haben, dann kommt er zu mir vielleicht, dann driftet er zu mir ab. Und zerstört erst ein paar nicht so ganz wichtige Sektoren bei mir. Wir müssen jetzt mit dem Gottstein zurück, oder? Na, noch. Also wir könnten... Oh, der andere ist hier, der andere Titan ist hier. Ja, dann auf jeden Fall weg. Ja, ja. Ich mach den Sektor hier noch weg und dann... Na, aber der wird jetzt halt einfach wieder seine Sektoren hier unten einnehmen, ne? Wir können die nicht verteidigen, glaube ich. Also wir könnten seine Armee auch hier unten bekämpfen jetzt. Und zwar zusammen. Also wir beide gegen diesen einen Titan hier unten erstmal sozusagen. Ja gut, da oben ist aber auch ein Titan und der ist halt direkt bei unserer Base. Der darf sich da halt nicht so krass aufbauen. Dann lass lieber jetzt zurück. Ja, ich glaube, das ist verloren. Wo ist denn hier der Gottstein? Der ist da. Ach, da. Ich hab den jetzt bei den Vektoren in der Mitte. Das ist, oder zu dir. Ja, ein bisschen zu mir. Ich glaube, noch ist Mitte näher dran, glaube ich. Gut, okay. Einfach durch jetzt. Dann können wir vielleicht auch irgendwie von hinten den angreifen. Ja. Ja, aber der nimmt halt einfach alles wieder zurück ein. Also, was wir gerade gemacht haben, hat nicht so viel gebracht. Der snackt sich das jetzt einfach wieder. Junge, wo lauft ihr denn lang? Nicht auf den Mauern lang laufen, die absoluten Vollidioten. Geht da durch. Ja, wir müssen die Titanen jetzt ausschalten. Sind das alle deine Einheiten, die du noch hast? Da oben kommen noch ein paar nachproduzierte. Ja, ja. Hast du das gespürt, Matthias? Ich werde mich darum kümmern. Die haben auch alle dieses Reflexionsschild, ne? Die haben halt auch diese scheiß Katapulte mit Feuerschaden. Ja, also ich glaube da, um ehrlich zu sein, nicht dran. Witzigerweise hat er da unten aber noch nicht seinen Sektor wieder versucht zurück einzunehmen. Das ist halt an und für sich richtig gut für uns. Okay, jetzt macht er wieder Scheiße, Er greift mich an. Komm, das muss doch mal irgendwie reichen jetzt. Er greift mich mal an. Wir müssen ihn doch jetzt down kriegen, ey. Aber sein Titan, der schluckt halt so unfassbar viel. Der ist auch geboostet, der macht 600 Damage. Ja, 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 komm, aber guck mal. Also, wir haben den schon überwältigt, ne? Ja, ja. Der zieht sich zurück, der Titan ist zur Hälfte down, der hat jetzt nicht mehr wirklich viel. Das einzige Problem ist gerade bloß, dass bei mir die Ressourcen langsam ausgehen. Ja, deswegen nehmen wir jetzt wieder zurück ein hier. Also, den Titan wird er wahrscheinlich sowieso gleich wieder neu. Das ist halt auch der Vorteil von den Menschen, ne? Der muss nur Ressourcen sammeln, um den Titan zu holen. Und wir müssen Seelen sammeln. Das ist mega scheiße für uns. Weil 100 Seelen sind so viel schwieriger als 100 Arier. Aber wir können seinen Titan jetzt auf jeden Fall erstmal killen und seinen Helden und können diese Sektoren, die kannst du zurück einnehmen jetzt hier. Hä, warum wird da nichts produziert? Der ist bei 100%. Jetzt mach. Ach, die Mittel. Mir fehlen die Mittel. Die werden irgendwie nicht geliefert. Alter, seine Helden sind auch krank gestartet. Wie viel die überschlucken. Ich werde mich darum kümmern. Gegen die Greifen kann ich gerade nichts machen. Ich habe keine Bogenschützen mehr. Ach so, der hat meine ganze Armee ausgelöscht und ich habe das nicht mal gemerkt. Ja, bei mir ist gerade auch ein bisschen too much. Also bei mir ist fast alles tot. Ach, dann ist das der Gegner da. Ja, gut, okay. Dann ist es, glaube ich, wirklich vorbei. Ich habe gar keinen Kram. Ich habe vor allem keinen Kram-Sammler mehr gebaut. Das heißt, ich habe minus 37 Kram und kann jetzt nichts mehr ausbilden, was Kram kostet. Ja, jetzt ist meine Armee auch down. Okay, ja, das war's. Für einen Moment sah es nach Sieg aus, aber das... Naja, sah es das wirklich... Ja, ja, ich hab das. Also, bis ich gesehen habe, dass er nur noch 30 Einheiten hat, hat er sich erstmal zurückgezogen. Ich meine, wir haben es geschafft, seine Hauptbase auszulöschen von dem einen, aber.
Ja, gegen die vielen Greifen kann man mit den Untoten halt nichts machen. Man hat da gar kein gescheites Anti-Air. Und die haben halt beide Menschen. Dass die beide Menschen gekriegt haben, ist so ziemlich das Unluckyste, was hätte passieren können. Ja, so schnell kriege ich jetzt auch keine Armee mehr ausgehoben. Nee, also ich habe auch nichts mehr. Ich habe keinen Helden mehr. Ich habe jetzt noch 7 von den Reitern, okay, 8 von den Reitern, aber das wird nichts. Leider. Da bringt es uns auch nichts, deine Festung ausgeschaltet zu haben. Nope. Das ist ein GG! Man muss sich einfach nur mal Wirtschaft angucken. Die top-schwere KI von den beiden hat so viel Wirtschaft, wie wir beide zusammen. Ja, die haben auch einfach 14.000 und 12.000 Ressourcen gesammelt. Und wir sind bei 8.000. Ich mit 9.000 gerundet. Die cheaten doch. Ja klar cheaten die.